Herzlich willkommen bei Erdgeflüster. Wir haben Herbst und eine Deko ohne Kürbis im Herbst geht gar nicht. Erdgeflüster. Ihr braucht dazu zwei verschiedene Kränze, einen größeren und einen kleineren. Das ist ganz egal, was ihr da habt. Dann eine Holzscheibe. Dann irgendeine Tasse oder einen Kerzenteller, ein bisschen etwas Höheres. Dann natürlich die Hagebutten, die Früchte von der Platane. Wenn ihr die nicht habt, dann könnt ihr Eicheln genauso nehmen oder etwas anderes. Und natürlich Kürbisse. Eine Besonderheit noch, ganz zum Schluss, ist, dass das i-Tüpfelchen auf dem Kürbis ein kleines Gesteck in einer Eichelkapsel. Die Deko ist so einfach, so einen Kranz aus einem wilden Wein habt ihr ganz schnell auch geflochten. Da braucht ihr nur immer wieder herumwickeln und so ein Hortensienkränzchen ist ja auch ruckzuck fertig. Oder ihr habt irgendetwas anderes. Dann legt ihr diesen Kranz einmal, den größeren, auf den Tisch. Dann kommt hier die Holzplatte hinein. Oder ihr könnt auch einen Teller nehmen, wenn ihr keine Holzplatte habt. Das ist ganz egal. So. Dann kommt dieses Kränzchen auf die Holzplatte. Und hier hinein die Schale. Und dann kommt schon der Kürbis drauf. Ich habe hier jetzt den weißen gewählt oder einfach einen orangen, was euch eben besser gefällt. Und ihr könnt auch einen größeren Kürbis, wie es euch eben gefällt. So, und dann schneidet ihr euch einfach die Hagebutten in so kleinen Stückel zusammen und dann steckt ihr sie einfach hier hinein. Schön üppig. Und jetzt seht ihr, es geht so einfach und schnell. Ihr braucht es wirklich nur hineinstecken und ihr braucht nichts kleben, keinen Steckschwamm, gar nichts. Und jetzt werde ich die Platanenkugeln einfach hier unter den großen Kranz schieben. Das schaut so richtig putzig aus. Und wie man das Eichenkappelgesteck macht, ihr braucht nur eine Eichel. Da gebt ihr einen Tropfen vom Heißkleber hinein oder von einem anderen Big-Zeug und dann schneidet ihr euch ein ganz kleines Stückel von einem Steckschwamm ab und gebt es einfach hier hinein und ihr könnt schon lustig drauf losstecken, wie es euch eben gefällt. Und die Platanenkugeln sind schon unter dem Kranz und es schaut so niedlich aus. Ihr müsst das nicht machen, aber mir gefällt es einfach. Und jetzt kommt nur mehr als Krönung dieses kleine Eichenkapperl drauf auf diesen Kürbis. Das lege ich einfach nur hier hin und es schaut so putzig aus. Man muss es nicht. Ihr könnt auch statt dem Kapperlgesteck eine Kerze hier hineinstecken. Denn wenn nur eine Kerze hier drinnen ist, dann hält der Kürbis auch lange. Ja, und die Deko ist schon fertig. Und wenn euch der weiße Kürbis nicht so gut gefällt, dann nehmt ihr eben eine andere Farbe. Ich probiere jetzt das vorsichtig wegzuheben, damit ihr das seht, dass das auch... ich lasse es lieber. Denn sonst muss ich die Hagebutten wieder neu hineingeben. Aber ich glaube, ihr könnt euch das vorstellen. Ja, die Kürbisdeko ist schon fertig. Sie geht wirklich ratzfatz. Innerhalb von 10 Minuten ist das vollständig fertig. Und ich finde, es schaut richtig niedlich aus. Ich wünsche euch viel Freude beim Nachmachen und tschüss, bis zum nächsten Mal.